Ägypten im März des Jahres 632 vor Christus. Priester planen einen Mord. Seit Jahrzehnten stehen sie unter der Knute einer reichen Familie, über die der Pharao seine Hand hält. Die Zeit ist reif für Vergeltung. Was wirklich geschah, ist in allen Einzelheiten belegt. Der Papyrus, auf dem der Bericht steht, hat mehr als 2,5 Jahrtausende überdauert. Die Geschichte eines Mordes. Letzter Akt einer jahrzehntelangen Fehde, die eine ganze Stadt spaltete und eine mächtige Sippe in den Abgrund riss. Jahrelang war Ägypten von Bürgerkrieg und Invasionen heimgesucht worden. Von Norden her drangen Libyer in das Land ein. Die Heere der Nubier eroberten den Süden. Und als die Königsmacht da niederlag, wurde die reiche Priesterkaste zur stärksten Macht im Staat. Die Priester des Gottes Amun machten sich listig zu Vermittlern zwischen den rivalisierenden Kriegsherren. 450 Jahre lang waren sie eine selbstherrliche Institution. Doch im 7. Jahrhundert vor Christus reißt Psametich, ein skrupelloser Feldherr, die Macht an sich. Unter seiner Führung wird das Königreich wieder vereinigt. Ägypten hat einen neuen Pharao. Bis in den letzten Winkel des Landes reicht der Arm des neuen Machthabers. Auch nach Teujoy in Mittelägypten. . 660 vor Christus kommt ein Fremder in die kleine Stadt am Nil. Petiese, so sein Name, ist ein Cousin des Pharaos. Er wurde abgeordnet, um in der Stadt für Ordnung zu sorgen. Teujoy ist der Sitz eines großen Amun-Tempels. Dessen Priester sollen der neuen Königsmacht unterworfen werden. Petiese befiehlt seinen Leuten, den Tempel zu durchsuchen. Der ist mehr als nur ein Ort der Götter. Den Tempeln gehört das meiste Land in Ägypten. Und die Priester beziehen reiche Einkünfte daraus. Petiese weiß genau, wie wohlhabend dieser Tempel ist. Er soll diese unerschöpflich sprudelnde Einnahmequelle wieder dem Pharao zugänglich machen. Macht und Reichtum werden seine Belohnung sein. Ja.
Petiese lässt zwei Priester verprügeln. Eine brutale Demonstration der Macht des Pharaos. Wie viel hatte Teu Joy früher an den Pharao zu zahlen? Das Signal ist mehr als deutlich. Nach 400 Jahren Unabhängigkeit ist die Macht der Amun-Priesterschaft gebrochen. Die Priester von Teu Joy stehen jetzt unter der Gewalt des Petiese. Der Ur-Urenkel von Petiese hat seine Familiengeschichte vor 2500 Jahren aufgeschrieben. Sie steht auf einem über 4 Meter langen Papyrus, der im späten 19. Jahrhundert entdeckt wurde. Gebt mir einen Bogen Papyrus und ich werde alles aufschreiben, was in Teu Joy geschah. Der Chronist erzählt die tragische Geschichte eines Rachefeldzugs, dessen Saat gelegt wurde, als Petiese den Tempel unter seine Gewalt brachte. Teu Joy im Jahr 649 vor Christus. Elf Jahre nach Petieses Eintreffen steht der Tempel in neuer Blüte. Die Erträge der ganzen Region fließen ihm zu. Vor allem Getreide aus dem riesigen Grundbesitz des Tempels. Petiese hat sich zum höchsten Priester im Tempel von Teu Joy gemacht. Zum Propheten des Amun. Samat. Amun ist der Staatsgott Ägyptens. Petiese beginnt jeden Tag mit einem Ritual vor dessen Bildnis. Jüngere Priester assistieren ihm dabei. Unter ihnen ist einer, der ein langes Gedächtnis hat. Petiese ließ ihn 10 Jahre zuvor brutal verprügeln. Fürchtet ihn. Verkündet ihn dem Sohn und der Tochter, groß und klein. Tut ihn kund den Generationen, die noch nicht geboren sind. Redet von ihm zu den Narren und den Weisen. Fürchtet ihn. Für den Fall, dass die Priester je vergessen sollten, wer hier das Sagen hat, ließ Petiese gleich neben dem Amun-Schrein eine Statue von sich errichten. Die Inschrift zählt die Titel auf, die er sich selbst verliehen hat. Petiese, Sohn des Iaturu und der Tadebechnet, Edler dieser Stadt, Diener der Neid, Prophet des Amun-Re, groß an Ruf, Herr der großen Bergspitze. Außerdem hat er sich selbst ein Fünftel der gewaltigen Einkünfte des Tempels zugesprochen. Damit ist er einer der reichsten Männer von Ägypten.
Petjese hat inzwischen 4 Kinder, 3 Söhne und die Tochter Nidimche. Nidimche ist im heiratsfähigen Alter. Für den Vater ist ihr Erwachsenwerden eine Gelegenheit, den Grundstein für eine Familiendynastie zu legen. Sein Ururenkel beschreibt in seinem Bericht den Tag im Jahr 649 vor Christus, als Petjese einen Fremden in sein Haus einführte. Sein Name war Haruja, Sohn des Peftu Abasti, und er war im Schatzhaus tätig. Haruja ist ein subalterner Beamter in einem benachbarten Städtchen. Petjese lernte ihn kennen, als er anfing, sich nach einem Mann für seine Tochter umzusehen. Haruja ist mittellos. Er hat sogar Schulden. Und Petjese erklärt sich bereit, sie zu bezahlen. Doch immerhin stammt der junge Mann aus einer Priesterfamilie. Er hat den idealen Stammbaum, um in Teujoy Petjeses Nachfolger zu werden. Denn es geht hier nicht um Liebe. Es geht um die Erhaltung der Macht. Der Papyrus schildert das Gespräch. Gib mir das Mädchen Nidimche zur Frau. Werde ein Priester des Amun in Teujoy und ich will sie dir geben. Der Vertrag sieht vor, dass Petjese sein Vermögen und seine Titel an Nidimche und Haruja weitergibt. Die Dynastie ist gesichert. Jetzt kann Petjese an seine eigene Zukunft denken. Seit 11 Jahren lebt er nun in der Provinz. Lange genug, findet er. Ich bin ein alter Mann. Ich bin müde. Ich kann nicht länger bleiben. Petjese will nach Theben ziehen, dem Pharao näher sein. Ich habe den König um meinen Abschied gebeten. Petjese will seinem Schwiegersohn die Leitung des Tempels überlassen. Doch Haruja ist besorgt. Lass die Priester nichts von deinem Abschied wissen. Sie sind Schurken. Petjese versichert ihm, dass er immer unter dem Schutz des Pharaos stehen wird. Alles, was dir verdächtig vorkommt, musst du nach Theben melden.
Vor einem Jahr war Hor-Uja noch ein unbedeutender Beamter. Jetzt hat er die alleinige Verfügungsgewalt über einen der größten Tempel Ägyptens. Von Petiese übernimmt er die Macht und den luxuriösen Lebensstil, doch zugleich auch den schwelenden Groll der Priester. Zehn Jahre lang genießt Hor-Uja die Früchte der Macht, die er durch seine Hochzeit übernommen hat. Er steht unter dem Schutz des Pharaos. Doch die Bitterkeit, die Petieses brutales Regime im Tempel einst ausgelöst hat, ist geblieben. Seine Tochter Nit-Imche steht jetzt dem größten Haushalt in Teojoy vor. Mit den Jahren ist sie eine gewiefte Geschäftsfrau geworden. Ihre Beauftragten handeln Nil auf, Nil ab mit Lebensmitteln und Tüchern, den Produkten der familieneigenen Betriebe, und vermehren das ohnehin schon beträchtliche Vermögen. Das Leben der einfachen Priesterfamilien ist weit beschwerlicher. Sie müssen selbst vor der Stadt kleine Felder bearbeiten, um ihr schmales Gehalt aufzubessern. Nit-Imche hat jetzt ihre eigene Familie. Ihre beiden Söhne sollen eines Tages das Vermögen des Großvaters erben und seine führende Stellung in der Priesterschaft. Theben, 450 Kilometer südlich von Teojoy. Im Tempel von Karnak wird zu dieser Zeit ein wichtiges Abkommen geschlossen. Nach einem 30-jährigen Kleinkrieg schließen die Amun-Priester Frieden mit dem Pharao.
Katechese hat diese Einigung zwischen Staat und Priesterschaft vermittelt. Zur Bekräftigung des neuen Friedens wird Nitokris, die jungfräuliche Tochter des Pharaos, symbolisch mit dem Gott Amun vermählt. Die Priester des Amun-Kultes sind nun Verbündete des Pharaos. Petiese, einer der Väter der Übereinkunft, hat eines nicht bedacht, deren Auswirkungen auf seine eigene Familie in Teujoy. Für die Söhne von Nitimche ist das Ende der Kindheit gekommen. Ein wichtiges Ereignis. Als sichtbares Zeichen dafür wird die Haarsträhne abgeschnitten. Der Chronist hat den Augenblick festgehalten. Nun wurden die Söhne des Ho'ucha, des Sohnes von Peftuabasti, erwachsen. Sohn von Ho'ucha wird jetzt mit dem Erreichen der Pubertät beschnitten. Für den Sohn eines Priesters ist das Ritual der Reinigung besonders wichtig, damit auch er in Zukunft den Göttern dienen kann. In Petieses Familie wächst die dritte Generation heran. Umso mehr fühlen die Priester sich ständig an ihre Unterjochung erinnert. Die Nachricht von der neuen Politik in Theben trifft in Teujoy ein. Die Priester kommen zu einem geheimen Treffen zusammen. Zum ersten Mal seit der Pharao Psametich vor 30 Jahren die Macht an sich riss, stehen sie wieder in der Gunst des Pharaos. Sie sind überzeugt, jetzt wird der Herrscher nichts mehr gegen sie unternehmen. Sie schmieden ein Komplott, um Petieses Familie zu stürzen. Der Papyrus enthält ihre Worte. Sagt uns, so wahr Re lebt, darf uns dieser Rechtsbrecher ein Fünftel der Einkünfte des Tempels wegnehmen? Jetzt ist er in unserer Gewalt.
Kommt heute Abend mit euren Knüppeln. Versteckt euch zwischen dem Getreide und wartet bis zum Morgen. Herr Udja hat beschlossen, dass seine Söhne jetzt alt genug sind, um das Fünftel der Ernte selbst einzusammeln, das seiner Familie zusteht. Er verlässt Teojoy, um auf der anderen Seite des Flusses Geschäfte abzuwickeln. Die Jungen machen sich mit einem Diener zum Tempel auf. Was nun geschah, hat der Ururenkel von Pétiése in seiner Familiengeschichte genau aufgeschrieben. Am Morgen, als die Priester im Tempel das Getreide unter sich aufteilten, erschienen auch die Söhne des Hor Utscha. Lass dein Fünftel davon abmessen. Dann zogen die jungen Priester ihre Knüppel hervor und umringten die beiden Söhne des Hor Utscha. Die flohen in den Tempel, doch die Priester verfolgten sie. Sie erreichten sie am Eingang zum Schrein des Amun. Und erschlugen sie. Hor Utscha war nicht in Teojoy. Er hielt sich am Westufer des Nils auf.
Als er hörte, dass seine beiden Kinder getötet worden waren, lief er zum Chef der Polizei. Der Polizeichef kam nach Theo Joy mit bewaffneten Soldaten. Vor dem Haus der Nidem Khe stellte er Wachen auf. Hor Uja dagegen eilt nicht nach Hause, wie der Papyrus berichtet. Stattdessen reist er sofort nach Theben. Er glaubt, dass Petiese als einziger die Macht hat, in Teojoy die Ordnung wiederherzustellen. Nur mit ihm gemeinsam wird er es wagen, nach Hause zu fahren. Jahre, nachdem er selbst erstmals in die Stadt gekommen war, kehrt Petiese nach Teojoy zurück. Eine knappe Woche nach dem Mord an seinen Enkeln. Meine erschlagenen Kinder liegen im Tempel. Man hat sie mir nicht herausgegeben. Ihre geschundenen Körper werden in einem Lagerraum unter dem Tempel entdeckt. Jetzt geht es darum, ihre Mörder zu finden. Die Täter werden verfolgt. Nach den toten Jugendlichen findet die Polizei nun auch ihre Mörder. Petiese ließ die Jungen herausbringen. Sie wurden in Leinen gehüllt und die Stadt trauerte um sie. Drei Jahrzehnte nach seiner Machtübernahme im Tempel stellt sich Petiese noch einmal gegen die Priester, die an seiner Familie Vergeltung geübt haben. Wir wissen, dass wir euch unser Leben verdanken. Ihr habt unseren Tempel groß und bedeutend gemacht. Eure guten Taten für Amun werden ewig Bestand haben.
Meine Wohltaten geschahen nicht für eure Väter, sondern für Amun allein. Ich habe das Recht zu fordern, dass jene Priester, die meine Enkel getötet haben, ihre gerechte Strafe bekommen. Doch mit dem Segen von Amun werde ich sie laufen lassen. Wegen der Dinge, die nun einmal geschehen sind, soll euch nichts widerfahren. Petiese steckt in der Klemme. Er kann es sich nicht leisten, die neue Allianz zwischen seinem Cousin, dem Pharao, und der Priesterschaft des Amun zu gefährden. Er selbst hat sie schließlich vermittelt. Ist es gut, Amun zu bitten, dass er diese Priester tötet und diese Stadt zerstört? Da er die Politik des Pharaos nicht gefährden darf, kann er seine Familie nicht mehr schützen und den Tod seiner Enkel nicht rächen. Petieses Macht ist gebrochen. Bevor er aus Teojoy abreist, lässt Petiese eine zweite Inschrift an seiner Statue im Amun-Tempel anbringen. Diesmal ist es eine Warnung. Er hat sein Bestes gegeben, um die Stadt in den Dienst des Pharaos zu stellen. Diese Tafel nennt seine guten Taten und seine Ämter. Wer sie beschädigt, wird seine Söhne verlieren. Sein Fleisch soll brennen und sein Name in Ewigkeit verdammt sein. Es gab Zeiten, da hatten Petieses Worte Macht. Jetzt ist die Inschrift nur noch eine leere Drohung. Einst war er einer der mächtigsten Männer Ägyptens. Jetzt ist Petiese nur noch ein gebrochener Mann. Ach,
Er lässt Nidemche und ihren Mann allein mit der Trauer um die ermordeten Söhne zurück. Pechese ist nie mehr nach Teojoy gekommen. Und aus dem Bericht seines Ururenkels wissen wir, dass die Priester von Teojoy alles taten, um sein Vermächtnis auszulöschen. Während der nächsten 150 Jahre kämpfte seine Sippe darum, den Tempel in ihrer Gewalt zu behalten. Sie kämpfte auf verlorenem Posten. Pechese's ältester Sohn wurde zwar sein Nachfolger als Prophet des Amun, doch später vertrieben ihn die Priester und holten sich die Reichtümer der Familie zurück. Als sein Ururenkel die Geschichte aufschrieb, war Pechese's Cousin, der Pharao Psametich, bereits von persischen Eroberern gestürzt worden. Doch die Priesterschaft des Amun behielt ihre machtvolle Stellung. Trotz der in Stein gemeißelten Drohung mit seinem Fluch, die Priester zerstörten die Statue des Pechese. Und alle Spuren seiner Familie wurden ausgelöscht.